Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dannebär TV. So, es ist soweit, Nacht Nummer 16. Sie hat schon angefangen. Ich habe dummerweise ja, quasi die Begrüßung gestartet, aber die Aufnahme noch nicht. Deswegen haben wir hier jetzt eine kleine Verzögerung drin. Aber ist nicht schlimm, die Jungs sind unterwegs. Ich habe den Strom natürlich schon angemacht. Es läuft also alles, Mörser und auch der Raketenwerfer haben wir ja alles schön vollgeladen. Schauen wir mal, wie die Nacht so läuft. So, ich will die Katana auf jeden Fall noch reinpacken und noch mal ein paar Bolzen nachbauen. Dass wir da dann auch die Option haben, noch ein bisschen was zu tun. Kann ich noch was upgraden? Nee, kann ich nicht. Gut. So, dann lasst uns mal gucken. Also, die Dicken werden hier vorne gut festgehalten. Das sieht schon mal gut aus. Ich brenne. Warum auch immer. Ist aber nicht schlimm. Und zwar fehlt das nach links guckende Buff-Food. Das würde ich mir dann mal gerade reinpfeifen. Ups, das war der falsche Knopf. Und dann sollte das laufen. So, die ersten sind schon hier. Kurz mal meine eigene Lautstärke ein bisschen runterdrehen. So. Gucken wir mal, ob die Pendelfalle da hinten vernünftig funktioniert. Aber irgendwie hält sich das in Grenzen. Das ist verhältnismäßig wenig. So. Katapult schießt da hinten hin. Das Pendel räumt ab. Kommt da irgendwas durch? Oh, da kommt gerade eine ganze Menge an. Als krass, dass der Flammenwerfer hier durchschießt. Warum? Zählen die Fallen nicht als Hindernis? Selbst wenn, da ist ja auch noch die Wand und alles. Keine Ahnung. Vermag ich nicht zu beurteilen, woran das liegt. Aber gut, dann brennen wir zwischendurch halt ein bisschen. Okay, also ich sag mal so, ich habe mir jetzt nichts Schwieriges erhofft an dem Teil hier. Die stauen sich ganz schön da vorne. Ich müsste mir echt mal irgendwas besorgen von wegen hier, sag schnell. Hier Molotow-Cocktail, Dynamit und so, dass ich da vorne mal was reinpfeffern kann. Was ich jetzt auch mal einmal machen will, ist einmal hier die Wände durchreparieren. Guck mal, die hat sie mich schon wieder gut erwischt hier. Und die Nummer auch. Und komme ich hier an die Falle ran? Guck mal, die hat nämlich auch schon gut gelitten. Hör auf, da Sachen hinzuwerfen. Er lässt sich überhaupt nicht beirren. Also das finde ich ist seit dem letzten Patch irgendwie schwieriger geworden. Diese Balkenwerfer lassen sich nicht mehr so leicht davon abbringen, Balken zu werfen. Weiß nicht, ob das gewollt ist, aber es ist so. Ansonsten die Art des Aufbaus geht vollends auf. Finde ich richtig klasse. Einmal kurz hier vorne gucken, ob ich hier irgendwas reparieren muss. Nachladen muss ich ja alles Gott sei Dank nicht mehr. Kann ich von. Boah. Wollte nur kurz gucken, ob ich von hier das Fundament repariert kriege, aber kriege ich nicht. Muss ich doch rüber. Ich kann mir vorstellen, dass die Dinger hier richtig gut drauf kriegen. Ne, kriege ich gerade nicht. Muss ich erst warten, bis ich aufhöre zu brennen. Jetzt. Das war überflüssig. Ja gut, geht. 84. So, 1 Uhr. Die Riesen müssten kommen. Hör auf. Raketenwerfer, Mörser, seid ihr betriebsbereit? Oh nein, hier reinzufallen ist nicht gut. Sind die Riesen noch nicht auf der Piste? Alles an. Die müssten doch auf irgendwas schießen normalerweise. Ich renne mal kurz darunter. Nicht, dass das nachher irgendwas damit zu tun hat, dass ich zu weit weg bin. Ja, aber es sind echt noch keine Riesen zu sehen aktuell. Okay. Nee, da gehe ich jetzt nicht lang. Lol. Ah, Mörser schießt. Okay, alles klar. Also irgendwo muss einer sein. Gucken wir mal, ob wir den noch zu sehen bekommen. Da hinten, hinter dem Pendeln ist er.
Schade, dass man ihn nicht sehen kann. Versuche ich nochmal da runter zu laufen. Wobei das Feuer hat ein Ende. Ne, komm, dann brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, das war's. Gut, also Riese hat wohl geklappt, so wie es aussieht. Munition ist definitiv noch nicht... Oh, jetzt kommen sie von der Seite. Ah, den sehen wir aber. Da vorne ist er. Alter, der Raketenwerfer macht aber auch einen Damage. Ist der jetzt schon zu nah für den Raketenwerfer? Ich schieß mal mit drauf. Dass der bis hierhin kommt, war nicht geplant. Oh shit. Ey. Er lässt sich nicht abbringen. Liegt das jetzt am Fleischsack? Und er ist zu... Doch, der Mörser schießt noch. Scheiße. Und irgendwer wirft hier Balken auf meinen Fleischsack. Er rennt einfach mal oben rüber. Jetzt hat er mich. Alter. Warum rennt denn der einfach oben rüber? Naja gut, ist mir lieber, als wenn er mir alles kaputt haut da hinten. Jetzt ist nur die Frage, komme ich irgendwie über die Wand? Dass ich den nochmal weglocken kann? Ist er tot? Nee. Er steht erstmal da hinten beim Fleischsack. Jetzt hat er mich. Und wo schießt der Mörser da jetzt? Ach nee, das sind Katapulttreffer, die das Ding erleidet gerade. Alter. Oh oh. Komm da mal raus, bitte. Er kommt einfach nicht da raus. Das ist nicht gut. Und ich habe nichts, was ich ihm entgegensetzen kann. Okay, pass auf. Ich hüpfe jetzt mal wieder rein, dass zumindest die anderen Zombies schon mal verschwinden. Mit dem Riesen wären wir schon irgendwie fertig. Der hat schon irgendein Loch reingehauen hier. Guck mal. Scheiße. Aber wo? Hunter. Klasse. Hier hat er ein Loch reingeballert. Okay, also es kommt auf jeden Fall schon mal mehr als ein Riese. So viel steht schon mal fest. Jetzt ist der Fleischsack kaputt. Gucken wir, ob es jetzt schafft, die Jungs hier nochmal rauszulocken. Und zurück in die Fallenmaschine und er haut einfach alles kaputt da oben. Und ist da hinten noch einer? Ja, na klar. Drei Stück? Okay, aber auf dem wird wenigstens von Mörserseite aus noch geschossen. Den kriegen wir wahrscheinlich noch weg, wenn der Mörser lange genug durchhält. Aber das... der Kollege da oben jetzt steht und meine Base einfach Stück für Stück zernagelt. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Oh oh. Ich glaube, das wird ein Fail. Wo ist er? Alter, die haben meine Leiter blockiert. Das ist ja frech. Also der eine steht nach wie vor und der andere da hinten auch. Und sobald der den Stromkreislauf da zerlegt hat, ist vorbei. Ende im Gelände. Hier bin ich. Da reinzuspringen war jetzt nicht die schlaueste Idee. Da komme ich nie wieder raus. Doch. Seht ihr das? Die zerlegen mir hier alles. Okay, also ein Riese kann einem das Spiel schon mal versauen. Krasse Nummer. Er prügelt hier einfach fröhlich munter auf alles drauf. Kaputt.
So, entweder sind die Mörser jetzt leer geschossen oder der Stromkreislauf ist unterbrochen. Ich tippe mal eher auf den Stromkreislauf. Gucken, bewegen sich da vorne noch irgendwelche Fallen? Stehen überhaupt noch welche? Alter, drei Riesen. Wir hatten doch sonst immer nur einen oder vielleicht auch zwei, aber wir konnten beide nicht sehen, weil normalerweise der Raketenwerfer schon für genug Damage gesorgt hat. Keine Bolzen mehr. Ah, okay, jetzt habe ich den Riesen auf meiner Seite. Das ist schon mal gut. Aber gut, hat auch nicht wirklich Sinn, was ich hier mache. Weil nur weil der Riese gerade hinter mir herrennt, wenn er es denn überhaupt noch tut, doch guter. Heißt ja nicht, dass ich die kaputt kriege. Womit auch. Also Mörser-Raketenwerfer stehen noch. Ich vermute aber, dass Stromkreislauf unterbrochen ist. Da werden die Jungs für gesorgt haben. Katapult funktioniert wohl noch. Oh, guck mal hier. Und die Dinger funktionieren auch noch. Ist das jetzt ein Vierter? Ich werde mal trotzdem noch mal versuchen, ein bisschen durchzuhalten hier. Nee, das ist der gleiche, der da vorhin stand, glaube ich. Kein neuer. Okay, also drei Riesen. Das ist schon mal übel. Und ich glaube, wenn der eine nicht so nah an den Raketenwerfer rangekommen wäre, wäre das wahrscheinlich auch alles gar nicht so schlimm gewesen. Aber guck mal, hält so viel aus. Der hat so viele Raketen geschluckt vorhin. Und der steht immer noch. Gut. Und ja, der Riese lässt sich auch nicht abbringen. Keine Chance. Jetzt haut er meine Treppe nach oben kaputt. Okay, und so richtig gut funktioniert Ausdünnen jetzt auch nicht mehr. Es ist auch fast nichts mehr da. Nee, Leute, ich glaube, wir haben unseren ersten richtigen Fail hier. Den kann ich auch nicht wieder gut machen. Ich weiß nicht wie. Die anderen Male habe ich es ja immer noch geschafft, mit ein bisschen hin und her kiten und so irgendwas noch zu reißen. Aber ich glaube, diesmal keine Chance. Katapult schießt noch. Aber es sind schlicht und ergreifend einfach viel zu viele Jungs. Wobei, ich glaube, der Riese da in der Base ist jetzt weg. Warte mal. Nee, die laufen einfach da vorne rum. Die machen mir alles kaputt, was ich noch habe. Oh, Scheiße. Ja, es sind zwei Riesen, die da noch drin rumtingeln. Da kann ich machen, was ich will. Die kriege ich da nicht weg. Und jetzt mit der Armbrust da drauf zu schießen, bis die irgendwann mal kaputt sind, ich glaube, das hat wenig Wert. Oh, Bull. Das, was ich hier jetzt gerade versuche, ist, die nochmal alle durch die noch übrigen Fallen zu locken. Aber auch das funktioniert nicht mehr. Es gibt auch überhaupt keine mehr. Nee, nee, das Thema ist durch, Leute. Die Base ist komplett hinüber. Auch mal versuchen, hier drauf zu hüpfen. Auf die Mauer vielleicht noch. Ja, aus der Ecke komme ich nicht mal mehr raus. Okay, das war's. Alter, doch, schön. Gut, dass ich Sprungkraft geskillt habe. Okay, also hier kommen die Jungs ja ohne weiteres nicht drauf. Ich könnte jetzt versuchen, von hier die Riesen zu machen. Aber gut, die stehen halt einfach planlos in der Gegend rum jetzt. Da sind sie, die beiden.
gucken, ob ich sie nochmal so locken kann, dass sie hier wenigstens nochmal was kaputt machen. Aber sieht nicht so aus. Nee, nee, das hat keinen Wert. Alter. Ein einziger Riese. Und der Drops ist gelutscht. Was man denen lassen muss, die lassen sich Zeit. Kann man nicht anders sagen. Aber kann das auch sein, dass das vielleicht verschiedene sind? Ich glaube, das hatte auch mal jemand in die Kommis geschrieben, dass es verschiedene Typen gibt. Ich dachte, das wäre einfach nur eine optische Geschichte, aber scheint tatsächlich so zu sein. Vielleicht haben die auch mehr Trefferpunkte dann, wenn die hier diese Eisenhelme und so haben. Lol, ich habe einen kaputt. Ich schieße mal alles. Und den zweiten auch. Das Problem ist nur, ich habe keine Pfeilen mehr, um zu sagen, hier, liebe Zombies, sterbt bitte. Ja, ich kann die jetzt einen nach dem anderen wegsnipern, solange bis mir die Pfeile ausgehen. Aber das würde wahrscheinlich 2 Jahre dauern. Und Sinn macht es auch nicht wirklich. Es sind einfach zu viele. Die haben mir hier wirklich jeden einzelnen Schredder weggemacht. Jedes Schneidwerkzeug. Es ist alles abgerissen, bis auf die paar Pusher hier. Und die kriege ich nicht aktiviert, weil ich ja keinen Aufgang habe. Okay, gut. Schön zu wissen, dass wir trotzdem die 3 Heads noch down gekriegt haben. Das ist zumindest ein kleiner Triumph für mich. Ich würde sagen, ich starte den Tag nochmal neu. Ich müsste mal gerade mal einmal noch kurz zusammen machen. Ich hoffe, dass ich für den Tag auch einen Speicherpunkt gemacht habe. So, laden. Tag 15. Ja, habe ich. Gut, das müsste dann quasi das Ende sein nach der letzten Horde. Und da würde ich dann mit euch nochmal einsteigen und würde dann nicht mehr ganz so viel farmen gehen, auf den Fleischsack verzichten und zusehen, dass wir mehr Ärger für die großen Zombies hinbekommen. Das werden wir aber nicht mehr heute machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen zum, ja, besser machen, würde ich einfach mal sagen, damit das nicht nochmal passiert. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, tschüss.